Mein Name ist Sabine Haag, haben Sie schon gelesen, und Sie haben sie ja zu dem Workshop angemeldet. Also, da möchte ich jetzt als erstes mal fragen, was stellen Sie sich vor und wie möchten Sie am Ende von dem Workshop heimgehen? Mit welchen Erkenntnissen? Was soll sich in den 2 Stunden bewegen? Ich setze mich mal. Also es wird so sein, dass wir miteinander arbeiten. Es gibt eine Prozessarbeit und es ist Prozessarbeit, oder? Wir schauen, dass jeder dann vielleicht auch noch Platz hat zum Schreiben oder was ausarbeiten. Und ein Miteinander gibt es. Also die erste Frage ist, was für Erwartungen haben Sie und mit welchen, oder wann wären Sie dann glücklich, mit welchen Erkenntnissen heimzugehen? Die eigenen Kräfte. Ich mache mir mal Notizen, dass wir am Schluss abhaken können, ob wir das auch erfüllt haben. So, also das wären einmal abgrenzen oder überlegen, was mache ich, annehmen. Abgrenzen. Also wie und das andere war abgrenzen und Kräfte. Wie gehe ich um mit meinen Ressourcen und wie tue ich sie wieder stärker aufbauen? Umgang plus Stärkung von Ressourcen. Aha. Ich hätte gerne so ein Ressourcen-Speed-Programm. Speed, wie schnell? Ganz schnell, ja. 5 Minuten? Gut, also, Schnellprogramm. Also zwischendurch heißt es, während die Klienten kommen, ja, oder? Okay, gut. So, ich möchte gerne schauen, wie weit meine eigene Verantwortung in Bezug auf Gesundheit. Für Sie selber? Okay. Okay. Gut. Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen? Ich mache dann R vom Platz. Hier. Na, alle Dialekte sind willkommen bei mir. Ich kann zwar keinen sprechen, aber verstehen durch fast alle. Okay. Hier lerne ich Prioritäten zu setzen. Mhm. Ohne dass ich geschlecht bin. Also Zeitmanagement. Oder was ist mir wichtig? Ja, wie kann ich meine Wichtigkeitspräferenz einstufen? Weil ich eigentlich alles wichtig finde und ich habe mega Mühe, dann Prioritäten zu setzen. Gesundheit. Mhm. Also wie teile ich Wichtiges und Wichtiges ein? Ja, genau. Mhm. Und ja, Wichtiges ein. Wer möchte? Also ich gebe, ich nehme. Mhm. Nehmen, nehmen. Gut. Weitere Punkte, Fragen, Anregungen, Wünsche? Ja, alles. Management zu tun, irgendwie eine Ordnung schaffen und so ein bisschen mit
Struktur. Also Grenzen also erst erkennen, oder? Dann kann ich sie ersetzen. Okay.